Hallo, ich bin's der Matthias. Heute möchte ich meine kleine Geißelspinne füttern. Und ihr könnt dabei sein. Mal schauen, wo sie bleibt. Ach, da kommt sie heraus aus ihrem Versteck. Schaut mal, die langen Taster und Fühler dienen der Spinne wie eine Art Sensor. Mit denen kann sie warme und kleinste Bewegungen aufspüren. Und sie hat auch schon etwas aufgenommen. Und wird das Insekt dann gleich verfolgen. Sieht sehr spannend aus. Die Greifer sind versehen mit kleinen Stacheln. Und wer einmal den Greifer isst, welches Tier, welches Insekt, wird nicht mehr davon loskommen. Denn diese sind tödlich. Das Insekt wird regelrecht durchbohrt. Diese Spinne sieht wirklich sehr interessant aus, wie gesagt wie ein Alien, mit ihren 6 Beinen, mit ihren 2 megalangen Tastern, mit ihren beiden Greifern. Sehr faszinierend, finde ich. So, warten wir mal ab, was sie als nächstes macht. Sie hat irgendwas aufgespürt, denn die Taster sind immer in Bewegung. Das heißt, das Beutetier ist nicht weit entfernt. Sie kann allerdings noch nichts sehen. Seht ihr was? Ich glaube auch nicht. Wunderschöne Tiere. Es wird spannend. Ich glaube, das Beutetier ist kurz vor der Spinne. Unter dem Efeublatt. Ich sehe aber immer noch nichts. Die seitliche Gangart ist doch mega cool. Ungewöhnlich, bizarr. Einzigartig. Sie macht ihre Greifer auf. Und gleich blitzschnell zuschlagen, wie ich sie kenne. Spannend. Oh, schade, der ging daneben. Aber sie gibt nicht auf, sie geht weiterhin auf die Jagd. Schau mal, ich werde mal etwas näher ranzoomen, dann könnt ihr die Spinne ganz genau beobachten. Sieht doch mega cool aus. Da schau mal die Fangarme mit den Stacheln. Ihre tödliche Waffe. Mega, mega cool. Das ist die Heuschrecke direkt vor ihr. Sie wird die Heuschrecke mit ihren Tastern etwas berühren. Dann weiß sie ganz genau, wo das Insekt sitzt und wird dann meistens auch erfolgreich zuschlagen. Sie macht ihre Greifer schon auf. Oh Gott, fast zärtlich. Ich glaube es nicht. Heuschrecke hat noch Glück gehabt. War sie hier vielleicht zu groß? Bleibt dran, denn es wird noch spannend. Könnt ihr sehen, ob es noch geklappt hat mit dem Beutefang? Ansonsten, see you later, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Like da. Danke, ciao.